Hadi GDL, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Amazon-Quiz nach 2 Jahren. Andi. Na, wie geht's euch? Sehr gut. Sehr schön. Roffelkopter. Ja, genau, das ist meine Lieblingsabkürzung. Wo steht die denn? Roffelkopter steht bei mir bei WhatsApp seit jeher im Status, seit 10 Jahren. Als ob bei mir steht, bring Bier mit. Ja, ich weiß. Oh. Hat's geklingelt? Ja, bei mir hat's geklingelt, aber ist wurscht. Okay, kommt denn Amazon? Ja, das ist nämlich die Frage. Du musst deinen Kühlschrank packen. Ja, tatsächlich, Peter. Andi. Ah, guck mal, das passt ja sehr gut. Das Amazon-Quiz ist nämlich zurück. Wir haben das vor 2 Jahren schon mal gemacht. Ich gebe euch gleich eine Rezension. Eine einzige, und ihr müsst das Produkt erraten, was dort rezensiert wurde. Wenn ihr das erratet, gibt's einen Punkt. Ihr müsst auch zusätzlich noch die Sternebewertung raten, die dieser Rezensent denn hier eben abgegeben hat. Wenn ihr das auch erratet, gibt es sogar 3 Punkte. Wenn ihr eins von beiden, also nur die Sterne oder nur das Produkt erratet, jeweils immer nur einen Punkt. Habt ihr es verstanden? Habe ich was verstanden. Was ein Gleichheitszeichen für einen Unterschied macht, ist ja unfassbar. Stimmt, ja. Wir kommen zum ersten Produkt und das hier ist die Rezension. Tolle Farbe, tolle starke Farbe und einfache Nutzung. Zudem überzeugt mich die Qualität und die Haltedauer der Luft. Leerzeichen, Ausrufezeichen. Was? Haltedauer der Luft? Größe ist Zahl 13. Was ist das schon wieder für ein Scam, Alter? Vielleicht hilft euch das, ihr seht ja die Rezension. Was da sonst noch so steht. Ist ja noch relativ frisch. Ja, vom 7. Februar 2024. Farbe lila, Größe Zahl 13. Verifizierter Kauf ist wichtig. Ja, ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber wahrscheinlich. Okay. Das heißt, dass die Leute das Produkt wirklich gekauft haben und nicht einfach eine scheiß Bewertung schreiben, obwohl die das gar nicht vielleicht haben. Okay, das heißt, ist es möglich, sowas zu machen? Das ist ja. Das war crazy. Vielleicht, scheinbar. Also. Okay. Was ist denn eine Haltedauer der Luft? Also ich sage das direkt dazu, liebe Leute, im Chat wollte ich gerade sagen, in den Kommentaren. Hier ist es natürlich teilweise etwas Auslegungssache, ob das dann gilt oder nicht. Ja, das wäre meine Frage gewesen tatsächlich. Also ich bin hier schon, also ich will es schon so nah wie möglich haben. Oh, also wenn jetzt zum Beispiel Mensch Ärger dich nicht gesucht ist und ich würde schreiben Brettspiel, dann zählt das nicht. Dann würde ich lieber sagen, Mensch, ärgere dich nicht, schreiben. Okay. Okay. Ja. Achso, ich muss noch einloggen. Hoppala, ich bin schon lange fertig. Oh, krass, okay. Sorry, dann. Boah. Also auch schön mit Deppenleerzeichen am Ende. Ich glaube, das ist reingelegt. Glaube ich auch, aber ich wüsste nicht, wofür das sonst ist. Ja, komm. Gut. Okay, alle haben eingeloggt. Peter sagt, das ist eine 5-Sterne-Rezension und hier wird eine Luftmatratze bewertet. Ja, habe ich auch gedacht, das stimmt schon. Brammen sagt auch, dass es eine Luftmatratze ist, aber nur 4 Sterne. Aber 13? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich dachte, vielleicht gibt es sie in verschiedenen Größen. Christian sagt Luftballons in lila und 5 Sterne und quasi das gleiche sagt Jay auch, Luftballons und 5 Sterne. Luftballons fand ich auch gut, habe ich auch drüber nachgedacht. Aber ich glaube, das ist reingelegt. Das ist irgendwie ein Dildo zum Aufblasen oder so. Ja, aber ich habe mich auch gefragt, ob das irgendein Dildo ist oder so. Aber ist Haltedauer der Luft raff ich nicht. Also, die muss man nicht aufblasen. Penispuppe, oh mein Gott. Oder eine Puppe. Also, erstmal kann ich euch sagen: 13 Freunde, Paket. Hier war jemand sehr, sehr überzeugt von diesem Produkt. Selbstverständlich eine 5-Sterne-Bewertung. Ja, schon mal wichtig. Es gibt schon mal einen Punkt für euch, außer Brammen. Ich gebe euch den auch schon mal. Im Zweifel gibt es ja sogar 3 Punkte gleich insgesamt, wenn ihr es auch noch richtig erraten habt. Peter und Brammen, es ist keine Luftmatratze. Es ist aber auch kein Luftballon. Aber es sind auch keine Luftballons. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Die Zahl 13 ist hier nämlich ganz relevant und deswegen bin ich hier jetzt auch streng. Christian und Jay, ihr habt geschrieben Luftballon. Es ist ein Geburtstagsluftballon in Form einer Zahl.
Nein, dann auf zum nächsten. Nein, ich habe überlegt und ich mache eine Exekutiventscheidung. Christian und Jay kriegen ihre 2 Punkte. Komm, wir machen das richtige so. Ich glaube, es sind halt Luftballons. Ich erkläre das einmal kurz. Die Zuschauerinnen und Zuschauer unter der letzten Folge haben sich gewünscht, dass wir hier ein bisschen strenger sind. Aber ich denke wirklich, dass das eher dann dazu beiträgt, dass man hier keinen Spaß dran hat. Deswegen, wir versuchen es mal so. Also Luftballons reicht in dem Fall. Boah, guck mal, man kann auch alles schreiben und kriegt Punkte, ne? Nee, doch nicht. Also, 3 Punkte für Jay und Christian. Ihr habt es sehr, sehr gut erkannt. Wir gehen weiter zum nächsten Produkt. Ich mach mal die Rezension hier zu. Oh, okay, die kenne ich. Mich da, die Amigos an, oder wie sie sind. Ja, ich Karl hab und als Bernd. Karl Heinz. so viel Rezension Zeit muss sein. Nummer 2. Ist diese hier. Wieso habe ich Binnen? Ziemlich gut. Leider kein gummiwertes Band. Was heißt dadurch das denn? Ist das ein echtes hält Wort? Sie hochgeklappt nicht so gut am Helm. Was? Ja. Wie viele Sterne wurden hier vergeben und welches Produkt befindet sich dahinter? Okay. What? Warte, ich hatte doch gerade eine Idee. Wo ist denn die jetzt hin? Ja, ich bin auch noch auf der Suche nach der Idee, was man sieht. Ich hatte die. Die ist jetzt gerade einfach verschwunden. Mein Gott. Ach ja, genau. Aber das passt nicht. Was ist denn ein gummiwertes Band, Alter? Was macht man denn überhaupt an einem Helm mit nur einem Gummi fest? Also Gummi ist doch... Ja, ein paar Sachen fallen mir da ein. Ja, ich habe erst darüber... Ich schwank auch zwischen mehreren Sachen, aber ich habe mich jetzt... Das macht überhaupt keinen Sinn, was mir zuerst eingefallen ist. Und zwar das hier, aber das fällt doch ab. Dieser erste Minisatz war immer zum Fix ein gummiwertes Band, Alter. Ja, das fragen wir uns alle, glaube ich. Wahrscheinlich ist das wirklich so ein handwerklicher Begriff. Also würdest du sagen, hier war ein Profi am Werk beim Rezensionsschreiben? Naja, vielleicht. Oh, aber gummiwertes, das klingt ja eigentlich so, als wäre das ein Adjektiv. Oder ist das, ist das eine Marke? Die ist auch eine Marke. Oh ja. Gummiwert hüpfen hier überall. Okay. Und was denkst du? Ich hab schon eingeloggt. Kannst du mir erzählen? Ja. Ja, ändere es nochmal schnell. Oh ja. Hallo, du hast meinen Plan durchschaut. War aber sneaky Plan. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite ist es doch egal. Du kannst ja eh alles schreiben, bekommst Punkte, weißt du. Also. Ja. Ihr habt alle eingeloggt. Peter sagt, das hier ist eine 4-Sterne-Bewertung und es wurde bewertet eine Kopflampe. Oh, auch nicht schlecht. Kann man machen. Brammen sagt, es sind 4 Sterne, genauso wie Peter, und es ist eine Sonnenbrille. Christian sagt, Helm. 3 Sterne wurden hier nur vergeben und es ist eine flexible Lampe, eine Gummibandlampe, beziehungsweise Lampe einfach befestigt. Ja, ich hab im Titel von Amazon gedacht. Weißt du, wie man das macht? Ja. Flexible Lampe, Gummibandlampe, Lampe einfach befestigt. Die sehr gut. Ja. Und Jay sagt auch, es ist eine 4-Sterne-Bewertung, genauso wie Peter und Bram, aber eine Schutzbrille. Ja, verstehe. Ich dachte auch an Schweißschutz. Ich hatte GoPro auch überlegt. Ja, am Anfang hatte ich auch eine Kamera, aber die machst, meine Dinger. Also wenn du die mit einem Helm festmachst, fällt er ab. Also, ich wäre, wenn ich das jetzt gelesen hätte, wäre ich auch bei Christian gewesen, dass das eher so 3 Sterne ist, aber es sind tatsächlich 4 Sterne. Oh, klar, ziemlich gut steht Punkt in der Überschrift. Ja. Ja, aber trotzdem ist irgendwie nicht so gut die Bewertung. Aber alle einen Punkt außer Christian dafür. Schade. Und hier bewertet wurde tatsächlich eine Skibrille. Oh, lol. Mm. Okay, Skibrille. Kann man natürlich auch im Helm tragen. Ja, das ist richtig.
Na, dann gut. Das macht doch Sinn, die haben auch wirklich dieses Gummiband da hinten dran. Oh. Ah, fuck, da hätte jemand von uns drauf kommen können. Genau, ja. Also es ist das Gummiband hinten gemacht. Ja, aber das ist ja wie eine Schutzbrille. Ja, ne? Komm, ey, jetzt komm hier nicht so um die Ecke, Junge. Also eine Skibrille ist ja tatsächlich, da musste ich leider feststellen, als ich mit Sepp in Frankreich war und gesagt habe, ich brauche keine Brille. Und dann bin ich den Berg da runter gefahren, du hast halt komplett Schneeblindheit. Ja, du siehst also, weil alles ist weiß, du siehst keinen Hubbel. Das ist eine Sonnenbrille, wa? Ich habe mich nur auf die Schnauze gelegt. Also also wir können jetzt hier gerne natürlich alles nein, so weit okay. spinnen, dass alles richtig ist, aber hier würde ich sagen, ich hab Sonnenbrille geschrieben. Skibrille ist jetzt ein Produkt, was man hätte. Da haben wir die Grenze gezogen, ist okay. Ja. Drittes Produkt. Erstmal zumachen hier. Ah, oh, da sind sie wieder. Ja. Hallo Bernd, ey. Ja, aber der eine Schätze guckt, also der ohne Gitarre, wer ist das? Karl? Bernd. Das ist Karl-Heinz. Das ist Karl-Heinz. Karl-Heinz guckt immer so ein bisschen nach dem Motto, entweder muss er mal oder bitte töte mich. Ja, das ist einfach ein Bild, was 1920 aufgenommen wurde. Mit dem wurde das nicht geändert. Das KI. Ja. Aber das sehen die Zuschauer und Zuschauer ja gar nicht. Guckt euch einfach mal ein Bild von den Amigos an. Ja, gibt dann ja freuen die sich. Genau, der ohne Brille ist, der mit Brille ist Karl-Heinz. Ja, genau. Und der ohne ist Bernd. Der nächste, die nächste Rezension. Der wieder laufbare AQ. Ach, du heilige Scheiße. Außer vom Controller war das Gerät in Ordnung. Wir reden hier über das U-Boot. Aber von diesem Verkäufer würde ich abraten. Der AQ war noch te original in und ließ sich nicht schließen. Man muss nochmal separat ein AQ kaufen, aber von Xbox. Okay, du willst jetzt wissen, welche Xbox das ist. Was? Das ist ein Sony PlayStation Controller. Denkt auch dran, wir wollen ja auch wissen, wie viele Sterne diese Rezension gab. Okay. Das ist schwer. Hä? Außer vom Controller war das Gerät in Ordnung. Also pass auf, so verwirrt wie der da schreibt, ist halt entweder eine 5-Sterne-Bewertung. Gibt ja auch immer den Verklickfaktor, ne? Dann bei solchen Leuten. Ja. Oh, da 5 Sterne gegeben. Ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. Das ist schwierig. Immer wenn ich was bestelle online und dann solche Rezensionen lese, merke ich immer, warum höre ich eigentlich auf diese Leute und deren Meinung? Weil scheinbar bin ich ja niemand, der solche Rezensionen schreibt. Also warum soll ich dann einen Fick auf deren Meinung geben, sozusagen? Wenn die sich schon so viel Mühe dabei geben, aber naja. Ja, ist ja gut zu wissen, wenn du bei dem Verkäufer ist der Akku halt scheiße. Schon ein wichtiger Input. Okay. Verstehe ich noch nicht. So. Weil ich überhaupt nicht verstehe. Ja, es scheint euch mehr Probleme hier zu bereiten. Ja, ich hab aufgrund einer Tatsache, wo mir die Kenntnis fehlt, ein Problem damit. Ach komm, ich bin da. Wenn ich das jetzt sage, dann. Ach, egal, komm, ich lock einfach ein. Ich bin auch hin und her gerissen gewesen, muss ich sagen. Ja, nee, weil. Das ich hab ja nicht zum so Beispiel. Ding, aber so wie er schreibt, könnte das sein, dass er das meint. Ich hab ja zum Beispiel die neueste Xbox gar nicht. Ja. Ich glaub, der auch nicht. Sind denn alle fertig? Nee. Okay. Okay. Alle haben eingeloggt. Okay, aber pass auf. Also ich musste mir irgendwann mal für meinen Xbox, weiß ich nicht, One X Controller oder so, habe ich mir mal so einen wiederaufladbaren Akku geholt. Aber ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob die aktuellsten Xbox Controller überhaupt noch diese externen Akkus haben. Ja, dachte ich mir und deswegen... Lange nicht mehr. Exakt, das dachte ich mir und deswegen bin ich auf eine alte Xbox gegangen. Seit der 360, glaube ich, nicht mehr gibt es die externen Akkus. Aber für die One habe ich doch auch noch den Akku. Sicher? Ja. Ja. Dass es von der One ist? Okay, ja. Krass. Eine 360 habe ich im Keller.
Deswegen habe ich auch One genommen. Also, ich lese mal vor. Peter sagt, 4 Sterne gibt das hier und ist eine Xbox One, die bewertet wurde. So. Bram sagt, es sind 2 Sterne und es ist ein Xbox 360 Wireless Controller von einer Fake-Marke. Aber dann würde der doch nicht schreiben, außer vom Controller war das Gerät in Ordnung. Da muss dann doch noch was anderes sein als ein Controller. Der schreibt der wiederlaufbare Akku, ja? Ja, und der schreibt, scheiße. Ja, vor allen Dingen schreibt er, den Akku musst du noch mal separat kaufen. Genau, und dann dachte ich mir aber, genau, und wenn ich mir denke, so, du musst den Akku nochmal kaufen, habe ich halt drüber nachgedacht, welchen Akku konnte man kaufen? Ich bin nur auf den Xbox 360 Controller gekommen. Also das war mein Gedanke. Ich dachte mir auch so, irgendwie ganz komisch. Okay, Christian sagt, es ist eine 1-Sterne-Bewertung und es ist ein Xbox-Controller. Bis weiter vor euch, ihr könnt es dazu. Und Jay sagt, es ist eine 2-Sterne-Bewertung. Hier wurde eine Xbox 360 bewertet. So. Ja, 360 kann ich auch verstehen. Erstmal, wir haben hier die bisher kritischste Bewertung. Und zwar 3 Sterne. Damit. Ach, niemand bekommt dafür einen Punkt. Ja, es ist eine 3-Sterne-Bewertung. Okay. Und hier wurde tatsächlich bewertet eine Xbox Series S. Was? Ja. Die haben das schon lange nicht mehr mit dem Akku. Ewig. Fuck, das hat keiner. Alter. Das ist natürlich belastend jetzt. An der das ist echt belastend. Also ist denn da wenigstens ein Akku mittlerweile drin oder nehmen die immer noch Batterien? Guck mir das jetzt an. Da kommt doch kein Xbox-Controller, kommt doch bestimmt nicht mehr vor. Weiterhin mit 2 AA-Batterien betrieben. Ach, das ist doch nicht euer Ernst, ey. Aber wenn der Akku, aber da ist doch kein Akku, das sind doch Batterien dann. Ja, okay. Aber du kannst einen Akku da in das Batterieding reinmachen. Okay, genau. Okay. Ah, oder mit einem Akku. Okay, ja, okay. Also, niemand kriegt hier Punkte. Ah, krass. Aber das war auch schwierig, weil also die genaue Xbox dann zu erraten. Aber gut. Eventuell. Wir kommen zum nächsten Produkt, der nächsten Rezension. Was wurde hier bewertet? Etwas länger. Oberfläche schnell kaputt ist die Überschrift. Eigentlich ein gutes Produkt. Leider nutzt sich die Oberfläche sehr schnell ab. Zerkratzt. Verzog sich nach dem Aufpumpen schnell. Erfüllt technisch aber vollkommen seinen Zweck. Die Farbe okay. ist... Was kann man denn aufpumpen, wovon dann die Oberfläche zerkratzt? Die Größe ist 5 und der Stil ist Impel. Ja, das finde ich auch ziemlich gut. Was heißt denn Impel? Oberfläche kaputt von was man aufpumpt. Kommt jetzt die Matratze? Return of the Matratze. Aber Konfiguration, Größe, es ist verwirrend! Größe 5. Könnte das ein Luftballon sein mit der Zahl 5? Ja, wir haben doch nicht zweimal Luftballons. Nein, ich weiß. Also. Der Stil ist dann Impel, weil da steht dann Impel oder so. Was heißt Stil denn Impel überhaupt? Ich hab gar keinen Plan, Alter, was Impel ist. Alter, die Produktfotos ist ja Wahnsinn. Okay. Ich bin leider gerade total lost. Das sind auch wieder nur Produkte alles, die man bei uns in dem Dings gucken konnte, oder? Die man was gucken konnte. Wir haben noch über den Reflink. Achso, nee, das steht hier nicht direkt dabei, deswegen würde ich sagen. Ich glaube leider nicht. Aber theoretisch könnte man das mal gucken. Wir sehen ja dann nicht, wer was bestellt hat, sondern nur was bestellt wurde. Mhm. Das war manchmal ganz lustig. Na, komm. Impel, ich habe noch nie Impel gehört. Ich auch nicht. Ja, auch nicht. Und nutzt sich denn die Oberfläche aber schnell ab? Und man verzieht sich beim Aufbau aus einem Fahrradreifen. Aber selbst der verzieht sich doch nicht. Ja, ist richtig. Ja, und die Oberfläche zerkratzt vom Reifen oder was, hä? Ich weiß nicht, Stil Impel? Ist da so eine 8 drin im Rad? Ist da ein Impel-Stil beim Reifen? Ich hab keine Ahnung. Ja, einfach von vornherein eine 8. Zum Aufpumpen gibt's so viele Sachen. Mir sind gar nicht so viele eingefallen zum Aufpumpen. Ja, aber dass sich ja auch noch verzieht, finde ich halt krass. Ach, da gibt's einiges, Peter. Ja, vielleicht die Dinger, die wir beim Eisfest versucht haben umzuwerfen, aka ihr. Ja, oder Beispiel. Sag mal, womit du schwimmen gehst. Ja. Beispiel. Alle haben eingeloggt. Sehr schön, was ihr hier geraten habt. Peter sagt, 3 Sterne gibt das und es ist ein Fahrradschlauch.
Habe ich schon das Ding gehabt, bevor Bram noch Fahrradreifen gesagt hat. Mhm. Bram hat dann aber nochmal überlegt und dabei kam dann Penispumpe raus. Ja, ich dachte, was verzieht sich denn schnell nach dem Aufpumpen, Alter? Keine Ahnung. 4 Sterne. Christian sagt, es ist eine Gummipuppe, bei dem vom Lippenstift schon der Lack ab ist. Und 2 Sterne. Und Jay sagt, das ist eine 4-Sterne-Bewertung und es ist ein Fußball, der hier bewertet wurde. Oh. Kann der sich verziehen? Das ist ne, können zumindest sich verkratzen und verziehen. Die haben doch auch so eine Blase also innen drin. Oder sowas. Ja, ich weiß diese, es halt nicht. Diese Billo-Fußbälle früher, da ist dann immer so eine Blase rausgekommen, wenn die kaputt gegangen sind. Oh mein Gott. Ich hoffe nicht, dass Andy jetzt einfach Derby-Star-Modell 1960 haben möchte oder sowas. Nein, sowas möchte ich natürlich nicht haben. Also, auch beim Fahrradschlauch gäbe es ja verschiedene. Und bei der Penispuppe weiß Bram bestimmt auch die ein oder andere das Herstellermarke. Das ist erstmal eine 3-Sterne-Bewertung, mit Peter einem was? Punkt. Und Impel ist ein Produktname wahrscheinlich dann der Firma Mitre. Und Mitre stellt Fußbälle her. Jay, sehr gut. Okay. Scheiße! Ja. Mitre, habe ich noch nie gehört. Sehr gut. Damit noch ein Punkt für Jay. War überdurchschnittlich smart, Jonathan. Ja. Ball hättest du nicht durchgehen lassen, ne? Ball wäre mir dann, in dem, das hätte ja auch dann irgendein anderer Ball sein können. Basketball. Ja, deswegen Tennisball. Frage ich. Ja. Wir gehen zum nächsten Produkt. Da sind sie, Karl-Heinz und Bernd. Und die Rezension lautet so. Absoluter Mist. Ich habe nicht bei Amazon, sondern bei Norma erhalten und ich kann wirklich nur abraten, zu kaufen. Er ist instabil und die Qualität lässt zu wünschen übrig. Der Rost ist nach 4 Monaten unter ständiger Pflege und Einbrennen mit Rostpflege verrostet. Kundenservice bei Activia informiert. Keine kulante Reaktion, sondern Schuldzuweisung. Nie wieder Activia. Wieso ist das... Was? Wieso ist das weggemacht und dann steht da plötzlich Activia? Activia ist dann scheinbar der Hersteller, aber ich weiß nicht, was die machen. Keine Ahnung. Irgendwas mit einem Rost. Okay, ich habe Ofen. Würde mir nicht passen, außer der kann kein Deutsch. Waren die nicht diese Joghurts? Ist das nicht Activia? Ja, das ist Actimel, oder nicht? Bei Actimel, jo. Nee, die machen den Joghurt-Drink, aber Activia Joghurt. Echt doch. Sagt mir nix. Hä? Aber das wäre geil. Irgendwann machen die auch irgendeinen Joghurt und Grills? Vor allen Dingen würde der Hinweis, was ist denn Norma? Das ist doch ein Supermarkt, oder? Das ist eine Supermarktkette, ja. Ein Discounter, glaube ich. Das ist ja kein Supermarkt, bevor er nachher Bram mich wieder anflaumt von der Seite. Wow, okay. letztes Mal hast du mich gejudged. Deswegen. Da ist auch viel Hass drin. Ja, wirklich, das ist wohl tief. Du hast mich letztes Mal deswegen gejudged. Ich habe ja keinen Supermarkt. Nicht bei Amazon, sondern bei Norma halten. Was könnte das stehen? Ich habe Auto, nicht bei Amazon, sondern bei Norma erhalten. Ha. Ja. 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 Verrostet ist auch. 5 Sterne ist das. Rohstoffe. Stimmt, ich habe Rostpflege gesagt eben, ne? Der Rost. Aber der steht Rost. Steht auch nicht Röst. Wenn er steht, nach 4 Monaten unter ständiger Pflege, wie oft hat er das, was er da gekauft hat, denn benutzt? Er hat so lange geschrubbt, bis quasi diese erste Beschichtung abgegangen ist im Edelstahl und danach war da nur noch Eisen. Da war in Villa Riva und Villa Bajo war da schon wieder Party. Ja, ich könnte auch wieder meinen Grill bald hochholen. Okay, ich muss mich entscheiden, ich nehme das. Alter, ich bin so lost, sein Vater, ey. Was könnte da stehen? Ja, es kann alles Mögliche sein. Das, was ich jetzt weggelöscht habe, hatte ich auch mal. Das war mal so voll der Trend. Noch nicht alle, die eingeladen haben. Entschuldigung. Hast du da weggelöscht? Ein Sandwichmaker? Ach, komm hier. Gut, alle haben eingeloggt. Diese Mini-Öfen, die es früher mal gab, wo du so eine Pizza reingekriegt hast. Habe ich auch mal gehabt. In Budapest hatte ich den. Ja, ich hatte den früher auch. Da hast du eine Pizza da reingekriegt. Weil ich keinen Ofen bei mir in der Küche hatte. Und ich brauchte ja auch mal ein paar Tiefkühlpizzen zu Beginn. Also, alle haben eingeloggt.
Ihr seid euch fast alle einig mit der Bewertung. Und Peter, ich glaube, entweder habe ich es im Video gesagt oder vorher, bevor ich euch vor dem Video die Regel erklärt habe. Null Sterne kann man meines Wissens nach bei Amazon nicht vergeben. Nein, ich habe es mir noch gefragt, aber wenn du es gesagt hast, kam es mit der ersten hier an. Selbst schuld, wenn man halt immer nur im KDW einkaufen geht. Ja, da gibt es nur 5-Sterne-Sachen. Ah, Peter kauft nur lokal ein, immerhin. Die kleinen Geschäfte, die Peter unterstützt. Das sind wirklich kleine Geschäfte. Ja. Ja. Der kleine Rolex. Die lokalen Austern aus der Spree. Austern aus der Spree. Ein bisschen schlammig. Alle anderen sagen, das ist eine 1-Sterne-Bewertung. Ja, komm, jetzt bestimmt. Oder 5. Und ich kann euch sagen, das hier ist eine 1-Sterne-Bewertung. Oh, das ist erstmal ein Punkt für alle außer Dummheit. Peter. Ja. Peter sagt, das ist ein Elektrogrill. Bram sagt, das ist ein Grill. Christian sagt, es ist ein Gasgrill. Und Jay sagt ja, das auch, halt das ist ein Grill. Ne? Was sie da jetzt durchgehen lässt, das ist schwierig. Das ist, also tatsächlich ist das hier in dieser Show recht schwierig, was man dann wertet und was nicht. Die Firma, also es wäre cool, bevor du das jetzt sagst, wenn dir Grill nicht genug ist, dass wir noch halt in Gasgrill, Elektrogrill, whatever umändern könnten. Das wäre ja cool. Genau. Ja, da hast du doch genug Zeit für gehabt gerade, oder? Ja, aber das wissen wir ja nicht, ob der Grill halt durchgehen lässt oder nicht. Ja, deswegen. Bei Penispumpe wäre halt, ne, kannst du auch elektrische Penispumpe oder mechanische Penispumpe oder sowas schreiben. Ist halt was anderes dann. Christian hat auch eben gefragt, ob das, oder ich glaube, ne, oder war es Bram? Ja. Ich glaube, Bram war, ob es ausreicht, obwohl er Grill geschrieben hat, habe ich ja gesagt. Genau, das ist Activia stellt Grills her, ein Holzkohlegrill suchen wir hier. Ja. Deswegen, ich würde aber trotzdem sagen, weil allen einen Punkt, weil Grill nicht richtig ist. Allen einen Punkt, weil sonst, ich finde das eigentlich Quatsch. Ja sonst. Gut, es ist ja eh egal, ob alle oder keiner einen Punkt kriegt. Nee, die Alternative wäre gewesen, wir beide kriegen es nicht, weil wir es zu spezifisch formuliert haben und nicht den Holzkohlegrill getroffen haben. Aber da finde ich es auch fair zu sagen. Haben die anderen ja auch nicht getroffen. Also, Peter bekommt einen Punkt und die anderen bekommen jeweils 2 Punkte, damit sie eben diese 3 bekommen, weil du sie kannst, haben ja beides richtig. Du kannst aus der Rezension niemals herauslesen, dass das ein Holzkohlegrill ist. Außer du weißt, dass Activia nur Holzkohlegrills macht. Das weiß ich halt nicht. Ja, das ist ja immer, ich weiß nicht, ob das Einbrennen halt irgendwie ein Hinweis ist, aber ich meine, jeder Grill brennt halt außer Elektrogrill. Ich musste meinen Elektrogrill auch einbrennen. Weil du diese Plastik, du hast ja Plastik oder so, du hast zumindest diese Reststoffe aus der Produktion. Ich musste meinen Elektrogrill einbrennen. So meinst du das, ja, stimmt. Okay. Ist das ein Podcast, Reststoffe? Ja. Hätte man ja auch. Reststoff ist auch gut. Hätte man ja auch eben bei der Xbox sagen können, ob es Xbox reicht. Und da habe ich jetzt Series S dann auch noch geändert. Es ist halt immer schwierig, sehr picky, ne? Wie man von das dir. Hier, ja, aber ja, also manchmal kann man es ja rausholen, manchmal nicht. Also wir machen es jetzt erstmal so. Das ist nachvollziehbar. Karl-Heinz und Bernd. Aktuell für Jay mit 8 Punkten. Ich hätte gerne einen Pizmeat-Anzug, wo an der Seite auch Pizmeat aufgestickt ist. Ich habe ein offizielles Amigos-Hemd. Da steht unten Amigos drauf. Das sieht aus wie so ein Sitz von der BVG. Schön! Auch so vollgekotzt. Schick. Ja. Ja, wollte ich nur mal sagen. Ziehe ich vielleicht bei Alle gegen Hamburg an. Wir kommen zum 6. Produkt von insgesamt 10 und die Rezension ist diese hier. Huch. Schön, aber sehr dick. Ach, wenn es so schießt. Farbe C. Farbe C ist schon mal gut, ey. Die gedruckten Blumen sind schon schick. Die Verarbeitung scheint solide, auch wenn man die Blumen nur von einer Seite schön sieht und die Rückseite nicht so ansehnlich ist. Die Kordel gefällt mir. Was mich etwas stört, ist die Dicke. Für kleine, ungeeignet. Was? Als kleine Geschenkidee, aber doch ganz brauchbar. Und bei dem Preis meckert man da auf hohem Niveau. Ich habe erst gedacht, das wäre eine Tischdecke, aber was denn für eine Kordel und für kleine Menschen ungeeignet? Ja, für kleine, was denn, Baby? Für Kinder? Was ist denn? Warte mal, für kleine Kinder ungeeignet. Was denn für eine Kordel? Kordel? Ist doch eindeutig, Leute. Was? Die Kordel gefällt mir, Junge. Warte mal, das macht auch keinen Sinn. Da ist die Rückseite auch egal, die ist am Hund.
Warum ist denn kleine ausgedingst? Was denn für eine Rückseite? Ich habe erst gedacht, guck mal, für kleine Hunde ungeeignet, weil irgendwie da irgendwie so ein Halsband ist. Ja, aber warum schreibt man denn da nicht Hunde da rein? Man hat doch Xbox auch nicht gerade geschwärzt. Ja, das ist ja extra ausgeschwärzt. Ja, aber Xbox hätte es ja auch schwärzen müssen. Weil du ja dann weißt, ob es für Tiere, Menschen, Tische oder whatever ist. Vielleicht steht ja auch der Begriff gleich. Aber so ein Halsband macht halt auch, weil die Rückseite bei einem Halsband ist ja eh egal. Also, was für eine Rückseite? Und bei einer Tischdecke siehst du auch Rückseite. Du hast ja beim Halsband hast du ja eine Rückseite. Ja, am Hund. Nein. Das Halsband hat doch auch eine Rückseite. Eine Vorder- und eine Rückseite. Wenn also eine obere Seite und eine untere Seite. Du hast ja im Endeffekt eine Linie, die du einfach nur rund machst. Ja, und die hat eine andere Seite und die Vorderseite. Hä? So, immer das ist wie so. Wenn du deinen Finger krumm machst, dann ist einmal innen und einmal außen. Wenn ich meinen Finger habe, dann ist meinetwegen mein Fingernagel die Vorderseite und mein Fingerabdruck die Rückseite. Genau, und dein Fingerabdruck ist ja dann im Endeffekt, wenn du dann also ein Loch mitmachst, kommt ja der Hundekopf durch. Das heißt, das siehst du eh nicht. Das heißt, Jay, dein Penis ist die Rückseite von deinem Arsch. Nein, mein Penis hat genau halt, wenn ich Vorderseite, dann, bitte. Nee, wenn ich von oben drauf gucke, dann ist halt oben meinetwegen die Vorderseite und unten die Rückseite. Okay. Die ich nicht sehe. Alter. Okay. Nee, die Rückseite ist doch, wenn du jetzt ein Blatt Papier siehst, hast du Vorder- und Rückseite sozusagen. Wenn du das aber drehst, hast du einen Kreis. Und der äußere Teil des Kreises ist ausschließlich die Vorderseite und der innere die Rückseite. Ja, meinetwegen auch das. Hä? Das ist dasselbe, wie ich das mit dem Band besprochen. Ey, whatever. Ich weiß aber noch nicht, was das hier ist. Ja, ihr tut euch sehr schwer. Also. Die Korne macht mich fertig und die Vor- und Rückseite. Was denn für eine Korne? Ich sag... 0 Sterne. Ja. Oh, das war gerade... Ist dein Penis die Rückseite von deinem Arsch? An dem war nicht auch dass, wenn zwei Menschen sich küssen, mal einen ganz langen Tunnel von Anus zu Anus hat. Stimmt. Oh. Ich stell dir Mikus wieder Sekt. Das ist schön. Bernd und Karl-Heinz noch zwei echte Bringer, muss ich sagen. Ne? Ich hoffe, dass die auch nachher im Video im Hintergrund einfach die ganze Zeit zu sehen sind, weil die tragen schon das Format auch. Können die mal fragen, ob wir nicht irgendwie einen geilen Banger-Song von dem mal haben könnten für so eine Spielshow als Hintergrundgedudel? Ey, ich hab dir da Bock drauf. Aber wir dürfen das nicht als Hintergrundgedudel verkaufen. Wir müssen das irgendwie positiv formulieren. Okay. Das ist doch positiv. Ja. Weiß ich nicht. Alle haben eingeloggt. Reden, ne? Bernd und Karl-Heinz werden schon verstehen, wie ich das meine. Also, wir haben auch bei den Sternen diesmal ein bisschen mehr Diversität drin. Peter sagt, es ist eine 4-Sterne-Rezension und ein Duschvorhang wurde hier bewertet. Logisch. Bremen sagt, es ist eine 5-Sterne-Bewertung für einen BH. Oh Christian sagt... Ja, ich hatte keine Ahnung. Wegen der Farbe C. Ich dachte, dann vielleicht ist das die Größe gemeint. Das ist smart, muss ich sagen. Okay. Ich finde den Duschvorhang richtig gut. Christian sagt, es ist ein Hoodie und 4 Sterne wurden hier vergeben. Und Jay sagt, es ist eine 3-Sterne-Bewertung. Und hier wurde eine Spieluhr, respektive Schlafuhr oder wie das Ding heißt. Das, bewertet. Was du so eine, was du bei Kleinkindern so aufziehst. Und ich glaube, Mobile nennt man das, genau, wie Christian eben nee, sagt. Nee, nicht Mobile. Mobile ist, also, so hängt. Ja, genau. Ja, aber doch, der kann auch Musik machen. Vielleicht ist das halt dann die weitere Fassung davon, so eine Weiterentwicklung. Ich hatte so eine Ente gehabt, die halt dann einfach so eine Schlafmusik hatte. Die man zieht und dann hat die halt 5 Minuten Musik gemacht. Okay. Also ich weiß, was du meinst, ja. Also erstmal, hier wurden insgesamt 3 Sterne vergeben. Jay, ach, das ist schon mal ein Punkt mindestens für dich. Scheiße. Dankeschön. Und es ist kein Duschvorhang, der hier bewertet wurde. Ja, ist ja offensichtlich. Es ist auch keine Spiel- oder Schlafuhr. Ja, schade. Es ist auch kein Hoodie. Oh, BH könnte sein. Aber eine für kleine Brüste ungeeignet, oh mein Gott. Aber es ist auch kein BH. Oh. Es ist tatsächlich ein Lesezeichen. Oh mein Gott. Und dann für kleine was? Für kleine Bücher? Hände? Für kleine Bücher, ja.
Ja, genau. Es ist für kleine Bücher nicht Junge, so geeignet, Alter. Und die Kordel, da hängt halt so, also es sieht wirklich extrem hässlich aus. Alter, ich bin so ein Idiot. Kannst du mir das mal zeigen? Ich weiß zumindest, was du meinst. Den Link einmal zukommen lassen. Aber da wäre ich niemals drauf gekommen. Ich habe mir letzte, ich glaube, vor 2 Wochen habe ich mir ein Lesezeichen gekauft. Das, oh mein! Das hast du nicht im Ernst geholt. So ein als ob du dir so ein hässliches Lesezeichen durch Christian Stachelhaus. Wie schnell er rennen konnte auf einmal. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich habe gehört, dass er gerannt ist. Hat er nicht auf den Tisch gehauen? Nein, er ist losgesprintet. Hat meinen Stuhl weggetan. Da sag ich doch, er hat richtig pass auf. Weggelegt. Alles gemacht. Also ich lese aktuell Dune, ja, und da ist ein Lesezeichen drin. Und ich habe mir das geholt. Es ist exakt die gleiche Kordel dran. Nein. Mit den Blümchen? Nein, drauf? Nicht mit den Blümchen. Das ist anders. Sagen, die gleiche Kordel, Peter. Die Kordel ist exakt die gleiche. Das ist wahrscheinlich der gleiche Hersteller. Oh mein Gott. Ja schade. Guck mal. Hätte man dann wissen können. Meine Frau hat mich dafür übrigens trotzdem ausgelacht, weil die das Ding hässlich findet. Ich brauchte halt einfach ein fucking Lesezeichen. Ja, da können wir uns die Hand. Von Herr der Ringe gibt es welche, die habe ich gesehen. Die musste aber leider selber sticken. Da hatte ich keine Lust zu. Hey, das verstehe ich. Es wird mich davon abhalten, ein Buch zu lesen. Okay, wir kommen zu Karl-Heinz und Bernd. Legenden einfach. Ich merke mir, beim nächsten Mal mache ich da wieder ein anderes Bild hin. Normalerweise habe ich da immer 2 Berge und als Bram eben das zum ersten Mal Bernd und Karl-Heinz gesehen hat, hat er gesagt, weiterhin 2 Berge. Wir kommen zum 7. Produkt und zur nächsten Rezension und die lautet: Tolles Produkt. Es ist Stil 4 Oval Bambus. Er sieht sehr hochwertig aus, wirkt nicht so, als würde er in 2 Monaten aufgeweicht sein. Sieht sehr dick lackiert aus. Außerdem ist er einfach einzubauen und auch gut zu putzen. Außerdem hat man ein angenehmes Gefühl. Zwinker-Smiley. Ja, ist auf jeden Fall ein Holzdildo. Wo baut man den denn ein, wo der nicht aufweicht? Ja, deswegen sage ich ja. Das ist ein Holzdildo. 6-2 Monate am Stück. Was ist das eigentlich also, für ein irgendwas, was du einbaust, was aber aufgeweicht. Was? Was könnte das stehen? Da passen 3 Buchstaben hin, würde ich sagen. Das ist auch lackiert. Hell? Sehr dick lackiert aus. Ja, eindeutig. Ich habe immer so häufig einfach so ein Produkt vor Augen und komme dann auch nicht mehr davon weg. Das muss es jetzt sein. So wie beim Duschvorhang. Ach, das ist einfach einzubauen. Was ist dir denn eingefallen, was man irgendwo einbaut, nicht aufweicht, dick lackiert ist? Ja, das will ich dir jetzt nicht sagen. Ja, das ist nur mein Gedankengang gerade. Was für ein Gefühl hat das denn bei dir gemacht, was 3 Buchstaben hat? Das möchte ich jetzt auch nicht sagen. Ein angenehmes... Mich könnte es ansprechen, das Produkt, Mundgefühl. Was ich im Kopf habe zumindest. Ist wahrscheinlich komplett falsch, aber egal. Alter, ich habe es. Läuft dir da schon das Wasser im Mund zusammen? Alter, ja, so weit will ich jetzt nicht gehen. Das mit dem einzubauen, raff ich nicht. Ich auch nicht, also was baue ich denn ein, Alter? Bockt sich an, nicht nach vorne, dann kommt der Pegging-Stab oder was? Der wird ja eingebaut. Stuhl. Was baue ich denn ein? Eine Lampe baue ich ein. Ja, aber da hast du dann für ein angenehmes Gefühl. Peter, ich glaube, wir haben das Gleiche. Ja? Das ist gut. Gut zu putzen. Dieser kecke Smiley am Ende. Aus dem angenehmsten Zwinker-Zwinker. Ja, mein Gott, das hat die Rita 55 halt da reingetippt. Fällt euch nichts ein, oder? Aber dann wäre da noch eine Nase. Also so ein O als Nase. Rita, danke schön. Weißt du, was das Problem an Rita 55 ist? Ich habe auch öfter mal so Äußerungen, wo du dann so denkst, ah nee, das ist so eine hier, weißt du, wie Regina Hausfrauen Mitte 40 und ich denke mir so, scheiße, das sind noch 5 Jahre. Ja, Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Er weiß es nicht. Also, alle haben eingeloggt und das machen wir auch kurz. Ihr habt alle gesagt, es sind 5 Sterne, die hier gegeben wurden. Mindestens, und oder? Alle falsch. Das sind auch 5 Sterne, also nice. Alle erstmal einen Punkt. So, ihr habt folgende Antworten gegeben. Peter sagt, es ist ein Klodeckel und Brille. Also Klobrille meinst du wahrscheinlich nicht. Ja, also kann man natürlich einbauen, das stimmt. Klogefühl steht da. Dann Bram sagt, es ist ein Mundstück für ein Blasinstrument aus Holz. Christian sagt, es ist ein Klodeckel. Ja, finde ich und aber auch Jay gut, Mundstück.
sagt, es ist ein Kochlöffel. Ah, das mit dem Einbau wusste ich nicht, aber ich wollte ja irgendwann Feli werden. Es ist tatsächlich ein Toilettendeckel. Ja, Peter und Christian, sehr gut. Das gibt dir was nochmal zwei Punkte dazu. Toilettendeckel sieht so aus. Ram, ich hab dir den Tipp gegeben mit Scheiße. Was war das hier? Genau. Na, jetzt auf, du sagst doch danke, Peter. Und ich dachte so gerne. Mich auch. Gut. Da sind sie. Guck dir an, Bernd, ey, wie er lächelt auch. Einer sieht nicht so glücklich aus. Ja, wirklich. Alles, ja, eigentlich Bernd, wenn man ehrlich ist. Ah, ein blonder, ja, so ein richtiger Blondschopf, ey. Schon krass. Ja. Rezension Nummer 8. Super schön. Stil lassen wir weg. Farbe ist gelb und die Größe lassen wir auch weg. Sieht in gelb sehr edel aus. Reagiert schnell, hat super Farben. Macht Spaß, an diesem zu arbeiten und auch zu spielen. Mein Penis. Wozu würde so ich das der Stil so? Der Stil ist so entscheidend, dass der weggeblurrt werden muss. Ich bin sofort wieder da. Mach mal weiter. Sieht in gelb sehr edel aus. Holt das jetzt vielleicht. Bisschen eine Nervkatze. So. Sieht in gelb sehr edel aus. Reagiert schnell? Wie reagiert schnell? Auch was sehr reagiert verwundert. Denn schnell? Also ich nicht, bin Opfergicht. An diesem zu arbeiten. Ja, da denkt man ja als erstes mal an den Tisch. Aber er gibt keinen Sinn. Der Tisch reagiert schnell oder was? Ja, genau. Deswegen ergibt es keinen Sinn. What? Ja. Tja. Ja, keine Ahnung. Also ich hänge mich immer noch an dem ersten Satz auf. Was sieht denn in gelb bitte sehr edel aus? Ein Lamborghini. Das Trikot von einem Fußballverein. Ja, eine Goldplakette. Das sieht cool und sportlich aus, aber nicht sehr edel. Also mir fällt in gelb nichts ein, was sehr edel ausfällt. Homer Simpson. An diesem zu arbeiten und auch zu spielen. Wo kollidieren Arbeit und Spielen? In das meinem Leben auch nicht durchgehend. Peter. Keine Ahnung. Was soll man dazu sagen, wa? Aber der ist in gelb, hat aber super Farben. Hä? Tja. Wo arbeite ich denn dran? Bis jetzt haben zwei Leute eingeloggt. Ja, erstaunlicherweise hatte ich das mal diesmal schnell. Macht Spaß, an diesem zu arbeiten. Gelb ist wild auf jeden Fall. Auch bei dem, was ich mir da gerade vorstelle. Ah, ist easy. Ja, meinst du, hast du safe? Nee. Ja, okay. Ja, hätte ja sein können. Gar keinen Fall. Er hatte was, was okay passen könnte. Deswegen das hat mir gereicht. Alle haben eingeloggt. Mhm. Wir haben 3x5 Sterne von Peter, Christian und Jay und einmal 4 Sterne von Bramen. Das ist nichts negativ. Ja, ist sehr positiv und deswegen wurden hier auch 5 Sterne vergeben. Also alle erstmal ein Punkt außer Bram. Peter sagt, hier wurde ein Laptop bewertet, ein gelber Laptop dann. Oh, ja. Ja, auch gut. Bram sagt, Gott, ein gelber Controller. Christian sagt, ein Gaming-Stuhl in gelb. Und Jay sagt, ein Klavier bzw. ein Keyboard. Ich finde alle eure Antworten Klavier gut. Klavier in gelb sieht sehr edel aus. Ja, ja, ich hatte halt eher Keyboard gesehen. Ja, ja, nix sieht in gelb edel aus, außer ein Lamborghini. Und das Dortmund-Trikot. Also scheinbar findet diese Person hier ein gelbes iPad sehr edel. Ich habe auch iPad. An Tablet gedacht. Was? Scheiße. Es ist ein Tablet, ein iPad. Ich gucke mal eben kurz an, wie das iPad in gelb aussieht. Scheiße, sieht da nicht aus, aber auch nicht edel, Alter. Edel ist das Gegenteil. Wenn das jetzt so ein Gold. Also scheiße. Wenn das jetzt so ein Goldton wäre, würde ich sagen. Nee, verspielt. Edel ist für mich immer so ernst. So. iPad fühle ich jetzt aber auch nicht, in gelb. Nee, das ist eher so eine sommerlichere. Genau, so ein bisschen verspielt, locker, fröhlich. Ist ja nicht direkt, wenn du sagst, das sieht nicht edel aus, dann scheiße aussieht.
Ja, genau, deswegen hat Peter auch nichts aus Gold, sondern nur aus Platin, weil das sieht eher verspielt aus statt. Meine Zähne aus ja, genau. Hast du einen Grill? Geil. Ein Ring ist aus Platin. Ja, ich habe einen draußen. So, der ist von Weber. Achso, ich dachte aktivieren. Vorletzte Rezension, vorletztes Produkt. Was wurde hier bewertet? Billig. Stil ist Single. Für den Preis habe ich nicht viel erwartet. Beim Aufmachen waren schon mehrere aus den Halterungen gefallen. Es riecht extrem chemisch. Und der große ist voller Scharten und verbogen. Naja, mal sehen, wie lange es hält. Das ist ein Dildo. Stil Single? Das heißt, das kannst du auch das kannst du auch double kaufen. Aus den Halterungen. Alles riecht chemisch. Alles ist Plastik. Das wird gar nicht. Auch nicht. Jay ist aktuell ein Punkt vor Christian, Peter mit 8, Bram mit 5. So Schaden sind so Risse oder sowas, ne? Ja. So Schießschaden kennst du ja. Das ja. Ist so. Je nachdem, wie groß das ist. Aber eine Halterung? Was kauft man denn auch im Zweifel im Double? Ja, genau. Schuhe. Beim Aufmachen waren schon mehrere. Ja, genau. Mehrere. Ich kaufe immer nur den linken. Aber Halterungen müssen auch dabei sein. Ja, vor allem mehrere. Beim Schuh? Ja, beim Schuh ist wichtig. Was habe ich denn hier überhaupt mit Halterung? Nix. Egal. Okay, keine Ahnung. Was steht da? Warum haben wir, könnte da Schrauben stehen? Schrauben aus den Halterungen gefallen? Nöppel? Oder was soll da stehen? Nach? Nöppel. Dann kennst du keinen Nöppel? Wenn jemand Nöppel hat? Ja, aber es klingt nicht so, also keine professionell, als würde man jetzt, ist nicht lateinischen Ursprungs dieses Wort, würde man sagen. Das ist ein Fachbegriff. Okay. Nöppels. Ich habe ja ganz klar hier, was die Sache ist. Ist also wirklich hier. Das hier ist das klar, unten. Ja? Ich ja, habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch eine Trollantwort gegeben, aber ich glaube, das ist klar. Mhm. Ja, komm, weißt du, Wallerei. Ne? Okay, dann haben wir eingeloggt. Peter sagt, das ist ein Stern, der hier vergeben wurde und es wurden Fennekes bewertet. So, dann passt super. Also Raclette würde ich auch gelten lassen. Oh, Raclette ist auch nicht schlecht. Dann für zwei Sterne, dachte Rammen, wurde hier ein Regal bewertet. Ja, ja. Das mit dem Raclette finde ich jetzt richtig stark. Aber was ist denn der große? Auch wenn Peter Fennek es geschrieben hat und immer wieder betont, dass das was völlig anderes ist. Aber Andi hat gesagt, er würde auch Raclette zählen lassen. Einfach nur, um Peter abzufangen. Wenn das Raclette gleich ist, fuckt mich das nicht ab. Weil das ist nämlich leider Fondue. Christian sagt, das sind zwei Sterne. Und hier wurde ein Bilderrahmen bewertet. Oh. Und ja. Jay sagt, das waren drei Sterne und hier wurde ein Wäscheständer bewertet. Oh, war das jetzt so lustig? Also Christian und Bram können sich schon mal freuen, denn es ist eine Zwei-Sterne-Bewertung. Also erstmal ein Punkt für beide. Ja, aber nur, weil die Erwartungshaltung schon von vornherein gesetzt war. Ja, das hätte ich mit einem Stern gegeben. Kennt ihr die Firma Brüder Mannesmann? Ich kenne Mannesmann, aber nicht die Brüder Mannesmann. Also es gibt hier nicht nur die Variante Single, die hier gekauft wurde, ach, sondern Stein. Auch zum Beispiel ein Bundle mit Gabelring-Schl, zwölfteilig. Oh, Schlüssel. Oder ein Bundle mit siebenteilig Betonbohrer. Es ist ein Werkzeugkoffer. Oh, okay. Mhm. Ja. Werkzeuge aus den Halterungen gefallen und der große Koffer ist voller Schatten und verbogen. Ja, okay. Aha. Ich kann euch auch, ich habe ja auch die Originalrezension. Da sind sie! Okay, das hätte ich. Der Werkzeug große Schraubendreher. Ach, genau. Der große Schraubendreher ist voller Schatten und verbogen. Okay, alles klar. Ja. Dammit, Alter. Oh, Alter, nee, keine Chance. Kein Makita genommen. Ja, ich meine, du kriegst, was du bezahlst. Ne, wie geht der Sprung nochmal? Ja. Du bist, was du bist. Ja. Wir kommen gerade zum letzten. Ganz wichtig. Wir kommen zum letzten Produkt. Jay und Christian teilen sich aktuell den ersten Platz mit jeweils 11, Peter 8, Brammen 6. Also, es wird nochmal spannend. Letzte Rezension. Naja. Geschmacklos, was von Vorteil ist.
jedoch leider etwas, wie beschreibt man das am besten, irgendwie wie eine Pudding-Konsistenz. Ich persönlich mag das nicht allzu sehr. Leider beginnt es kurz nach Benutzung auch etwas klebrig zu werden. Schwer abwaschbar. Kann man probieren, gibt aber bestimmt leider Besseres. What the fuck? Jetzt ist es ein Dildo. Andi, ich halte dir das eben in die Kamera. Ich sehe es halt nicht. Das wird nicht rausgekriegt. Was soll das? Okay, liebe Leute, ich dachte, es ist hier drin. Aber es ist scheinbar weg. Er hatte erst gedacht, also bei dem ersten Satz dachte ich, Kondom. Und dann wird es immer weirder. So, ja. Und wegen Pudding-Konsistenz, etwas klebrig, schwer abwaschbar, schwierig. Ich glaube, das ist es nicht. Nee. Wertung finde ich auch schwierig. Oh, weil, ja, doch. Ich dachte auch an so einen Schnuller oder so, aber das ergibt halt auch keinen Sinn. Ja, weil die Person immer gerne Schnuller selber hat. Ja, genau. Das finde ich gut. Wieso ist das weg? Geschmacklos, was von Vorteil. Pudding-Konsistenz. Das ist das, was mich auch komplett rauswirft. Persönlich. Es ist einfach Pudding. Leider vergisst rauszukriegen. Ja, was nimmt man im Mund, Alter? Außer Schwänze. Ja. Wüsst du sonst auch nix. Also zwei Leute haben schon eingeloggt. Dann kann ich die leere Dose ja auch mal wegschmeißen. Also das, was ich jetzt hier aufgeschrieben habe, das sollte man, glaube ich, Best Case nicht bei Amazon kaufen. Aber mir fällt auch nichts Besseres ein, leider. Du kannst doch alles bei Amazon kaufen. Also auch Käse, den ich esse. Ja, ja. Ich würde das, was ich aufgeschrieben habe, aber nicht bei Amazon kaufen. Ein Auto. Würde ich nicht also, bei Amazon kaufen. Ich bin ehrlich, Peter, ich würde es eher auf Amazon als auf eBay kaufen. Ja, da bin ich bei dir. Okay, das ist gut. Alle haben eingeloggt. Christian, war es eine Dose Gönnergy, die du gerade... Nein, ich habe noch so eine Dose, da ist dann wie so ein Flubber drin. Und dann kannst du damit so Oberflächen sauber machen, wie so die Tastatur oder so. Aber leider ist dieses Kill-Ding scheinbar weg. Wurde weggeschmissen, weil ist ja Dreck. Also, wir gehen erstmal durch. Peter sagt, es ist eine Zahnschiene. Und es hab ich auch überlegt. Hat 3 Sterne bekommen. Hä? Achso, deswegen nicht bei Amazon, jo. Ja, würde ich eher beim Zahnarzt holen dann. Jo. Ja. Brammen sagt, es war 2 Sterne und es ist Gleitcreme. Was? Okay. Gleitcreme? Ja, Gleitcreme. Christian sagt auch gut. 2 Sterne Bewertung. Es ist Reinigergel. Also das ist wahrscheinlich das, was du eben meintest. Ich kann es mir vorstellen. Und Jay sagt auch 3 Sterne, genauso wie Peter. Und es ist eine Muffinform. Oh, ich habe Bock auf Muffin. Also. Okay, finde ich auch gut. Die sind auch manchmal so wlapprig, so Latexformen. Ja, yeah, die haben wir nämlich auch. Die finde ich scheiße. Ich hab die Rezension. Die harten sind besser, oder? Oder die Tütchen. Ah, weiß ich nicht. Ich mag die Muffinform nicht. Wir haben eine Person dabei, die heute auch ausnahmsweise mal 3 Punkte bekommt. Ah, herzlichen Glückwunsch, Bram. Heute ausnahmsweise. Das Gleitcreme. Ja, weil wir das nicht so oft hatten in dieser Folge. Es ist eine 2-Sterne-Bewertung. Hier wurde Gleitgel oder Gleitcreme nice, bewertet. Bram, das 3 echt Punkte. Gut. Sehr gut. Ich habe den Begriff Gleitcreme noch nie gehört. Ja, oder Gleitgel. Genau, und das Christian bekommt auch noch einen Punkt. Das ist nämlich jetzt auch noch relevant, weil er hat ja die 2 Sterne getroffen. Und damit landet Christian vor Jay. Damn. Und in dieser Ausgabe. Herzlichen Glückwunsch. Letzte, Christian. Dankeschön.
Scheiße, damit Jay, bin ich ja letzter. Einen Punkt dahinter mit 11, Brammen 9 jetzt dadurch. Und dadurch ist Peter nämlich jetzt letzter mit 8. Ja, hast du dir aber auch verdient, Bram, ne? Mit dem Sexbegriff am Ende, das ist dein Ding. Mhm, ja. Ja. Da ist Bram immer on fire. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.